Onda je tu? Ti ti treba il ruolo di Shaq. Guten Mittag, liebe Zuschauer, herzlichen Willkommen bei den Deutschen Meisterschaft Triplett. Viertelfinale. Zweite Runde heute. Viertelfinale. Vor unseren Kameras hier auf dem ersten Platz spielt wieder das Team von Sascha Koch, Lara Koch und Vincent Probst. Spielen gegen das Team von Jonathan Albiger, Jean-Luc Testas, Bravo.
So, hier direkt vor unserer Kameras. Erster Viertelfinale zwischen den Teams von Bavü 7. Schuss gesehen hier von Jean-Luc Testas. Spielt mit den Leger Christian Bozer. Und den Schießer aus Frankreich, Jonathan Albiger. Spielen im Moment also gegen Bayern 10, Lara Koch, Sascha Koch und Vincent Probst. Auf der zweiten Bahn spielen Nisa 1, Mahmoud Tufan, Jan Garner und Till Vincent Götzke. Das DBV-Team gegen Niedersachsen 3. Und das sind Mika Everding, Sascha von Pless und Dominik Zurupa. Dritte Begegnung. Bavü 1. André Skiba, Yannick Scharke und Kai Miguel Brotigam spielen gegen Bayern 1. Albin Ruch, Pierre-Yves Glotin und Karl-Heinz Wied. Letzte Viertelfinal. Auf dem vierten Platz sind Saar 5 gegen Thorsten Lee, Christoph Fisch und Manuel Strogosch, Doublettmeister 2015. Spielen gegen NRW 8, Mohamed Kamel Buruba, Malte Berger. Liebe Poolspieler, vergessen Sie bitte nicht, Ihre Lizenzen abzuholen, sonst gibt es Probleme beim nächsten Turnier. Tschüss. Und wir versuchen uns zu konzentrieren auf den ersten Spiel hier vorne. Und das Team Koch gegen Team Testas. Spielstand 0-0, erste Aufnahme läuft noch. Dritter Spieler bei Malte und Kamel ist natürlich Patrice Wolf. Die Equipe von Jean-Luc hat eben eine schwere Begegnung gehabt gegen die Talenten, sag mal so, aus Nordrhein-Westfalen. Die Brüder Lubitz, zusammengespielt mit Moritz Wiegand. Sehr enges Spiel, 13-10 für Jean-Luc. Straks een halve finale. Dat doen we straks wel. Ja, laatste kogel hier van ons team Koch. Team Testas had nog een kogel. Also schießen verpunkt. Jonathan Albiger. Pas frappé.
Ist ein Punkt für Team Koch. Spielstand 1-0. Super Wetter, super Zuschauer hier. Bedingungen sind top. Schöne Bahnen, schön Untergrund, um richtig schönes Petanque zu spielen auf hohes Niveau. So, nochmals ein großes Dankeschön an die DPV, die uns eingeladen hat bei diesen deutschen Meisterschaft die Live-Übertragung versuchen zu machen. Wir haben was Problem gehabt mit unserem normalen Default-Kanal auf Ustream. Deswegen sind wir jetzt auf ein zweites separates Kanal. Also gerne auf Facebook und anderen sozialen Medien die Link nach die richtige Kanal verteilen. Großes Dankeschön. Im Moment haben wir keinen Zugriff zu unserer Chatfunktion, also wir können nicht auf Nachrichten in den Chatbox reagieren. Laat maar hier even op staan anders. Of je maakt hem gewoon iets lager. Prima. Prima. Dan kan ik in ieder geval zien wat er gebeurt. Prima. Oké. Ich habe auch wieder Zugang zu dem Chat-Window. Also wenn jemand etwas fragen möchte, gerne eine Nachricht in den Chatbox reinschreiben. Dann kann ich gerne Fragen beantworten, die ihr habt. Spielstand 1-0. Und die erste Öffnung zur Kugel von Lara. Sehr schön. Riss. Ein bisschen hinter der Saison. Gegner entscheidet nicht zu schießen, aber zuerst eine Kugel hinzulegen. Reicht nicht ganz, aber liegt schön vorne, also jetzt wird wahrscheinlich geschossen. Auch interessant zu sehen, dass nicht Jonathan Abidjede Schieße ist, aber Jean-Luc. Das. Ja, wird doch entschieden, noch eine Kugel zu legen. Ein bisschen kurios, aber seine Entscheidung, Spielung, wie er spielen soll, Erfahrung genug. Also der Jean-Luc hat bestimmt einen guten Grund, weil die legen. Warum die legen? Versuche auch die anderen Spielstanden hier für euch zu klären. Jede paar Minuten. So, zweites Spiel, Team von Plesch gegen das DPV-Team von Jan Garner. Spielstand 1-0. Auf dem dritten Platz das Team von Yannick Scharke. Spielstand ist undeutlich und letzte Feld, das Team von Kamel, ist auch undeutlich. So, nach die gelegte Kugel. Ein Schuss von Testers. Auch nicht gut. So, vielleicht eine Chance hier für das Team von Koch, um wieder Punkt zu machen. Warum will ich das nicht testen? Nee. Kijken of ik heel dichtjes kan zoomen. Kan ik misschien net die boxen in beeld brengen, zeg maar. Ja. Er zit nog een hamburger in, hè? Eet maar op.
Sehr schön gelegte Kugel von Jonathan Albiger. Nach das vierte Schuss von Jean-Luc getroffen. Lara hat direkt wieder schönen Punkt gelegt. 2 gegen 1 Kugel. Und Sascha Koch wird nochmal schießen. Getroffen und Sau auch ins Aus, also keine Punkte. Sascha hat noch eine Kugel und Jonathan hat noch eine Kugel, also keine Punkte diese Aufnahme. Sehr wichtige Kugel hier gelegt durch Jonathan. Obligé. Sonst wäre das eine Chance gewesen für 3 oder 4 Punkte. Spielstand 1-0 für das Team Koch. Erste Kugel von Lara, nicht schlecht. Die Sau liegt auf 7,5 Meter. Ein bisschen schräg links davor, 50, 60 Zentimeter. Was auffällt ist, dass Jonathan Albiger immer zurückgeht im Schatten. Stellt sich nicht in der Sonne. Lange Überlegungen in den zweiten Spielbahn durch das Equipe Jan Garner. Schiedsrichter anwesend in den Spielbahnen, um zuzuschauen, wie die Bahnen abgehen, wie die Spielen abgehen. Also mein Name ist Fabian Bischöfel, ich komme aus Holland, für diejenigen, die mir noch nicht kennen, ich mache das öfters mit meinem Team in der Live-Übertragung von Petanque-Events, Turniere, Meisterschaften und heute sind wir zu Gast bei der DPV im Schlossgarten in Karlsruhe für die Deutsche Meisterschaft Triplett 2015. Momentan werden die Viertelfinals gespielt, also 8 Mannschaften sind noch im Rennen für den Titel Deutscher Meister 2015. Wir schauen gerade auf die erste Bahn mit unseren Kameras nach dem Spiel von das Equipe Sascha Koch gegen das Equipe von Jean-Luc Testos. Spielstand 1-0 für Koch. Interessantes Equipe in die zweite Bahn.
Sascha van Plesch, Dominik Zerhope, Mika Everding spielen gegen die Erfahrung. Sieger von den letzten paar Jahren, also haben viel gewonnen. Jan Garner, Mahmoud Tufan, Till Vincent Götze. Spielstand dort ist auch 1-0. Es geht langsam. Lara zwei Kugeln vorne gelegt. Team Koch entscheidete jetzt zum Schießen für 2 Punkte. 2 gegen 2 gespielt. Komische Kugel in der zweiten Spiel von Sascha van Plesch. Keine Ahnung, was da passiert, aber die haben 2 Meter Platz, 2,5 Meter Platz, um Kugel reinzulegen. Und die erste oder zweite Kugel von Sascha, die rollt ins Aus. Ist nicht so deutlich, warum. Und jetzt geht so ungefähr grob die ganze Mannschaft von van Plesch aufs Klo. Wir haben gerade 2 Aufnahmen gespielt und die gehen jetzt aufs Klo. Kann man machen. Spielstand dort ist jetzt sicher 3-1 für das Team von Sascha van Plesch. Dann eine schöne Kugel von Sascha. Koch hier vor unsere Kameras auf die rechte Seite legt schon Punkt. Aber das Equipe von Jean-Luc Testas hat noch 4 Kugeln. Also normalerweise würden die hier die Aufnahme gewinnen. Frage ist, mit wie vielen Punkten? Na, Jean-Luc trifft. Und Jean-Luc hat noch eine Kugel. Kriegt irgendwie eine Streckungsübung bei jemand. Rücken wird gerade gemacht. Also die Franzosen hier, Jean-Luc und Jonathan, können hier legen für mehr Punkte. Mais aussi un bienvenue pour les spectateurs français et belges. Vous regardez aujourd'hui le championnat d'Allemagne en triplette et 2015. Maintenant on joue le quart de finale avec 8 équipes. On regarde le premier quart de finale avec les équipes de Sascha Koch, Allemagne, contre l'équipe de Jean-Luc Testas. Wijzing. Het gaat nog steeds langzaam omhoog, 211. Der erste Kugel von Jonathan sehr gut gelegt, den zweiten Punkt geholt. Dritte Kugel ist zu kurz. Aber vielleicht kann Jean-Luc auf die Kugel spielen. Berühren ist fast den dritten Punkt. Also
Möglicherweise sind immer noch 4 Punkte drin hier für das Equipe Testas. Na, die letzte von Jean-Luc ist tick zu lang, rollt komplett durch, ohne was zu berühren. Also 2 Punkte. Spielstand geht somit nach die Stand 2-1. Für das Equipe von Jean-Luc Testas gegen das Equipe von Sascha Koch. So, wenn ihr irgendeine Fragen habt, ne, könnt ihr gerne in den Chat-Window eine Frage schreiben, dann werde ich versuchen, die zu beantworten. Spielstand auf dem 3. Platz. Spielstand auf dem 3. Platz 3-1. Equipe von Sascha Koch hat auch sofort gedreht. Vincent Probst, die erste 2 Aufnahmen nicht gut geschossen. Und das Equipe entscheidet sich auch sofort, dass wir wechseln müssen. Sascha Koch ist jetzt dann auch die Schießer. Schön getroffen. Palais geschossen. Punkt bei Sascha. Het begin van de schaduw in die punt. Ja, waarschijnlijk. Ja, denk ik. Schwer zu sehen auf Kamera bilden, aber sehr gut gelegte Kugel von Christian Brosse. Eigentlich fast so wie die erste neben der Sau, leicht dahinter. Das Team von Koch entscheidet sich auch direkt zu legen. Ist eine Möglichkeit, die Kugel davon zu legen. Wird aber nicht einfach. Ja, das Equipe von Sascha van Plesch ist auch wieder zurück vom Klo. Also die spielen jetzt auch weiter. Dritte Aufnahme, spielt dann 3-1 für das Equipe von Sascha van Plesch. Dritten Spielplatz sieht es aus, ob der Spielstand 5-1 ist für das Equipe von Yannick Schake. Der André Skipper. Sehr schöne Bull von Lara Koch hier auf die Kuschene. Ein sehr schöner Schuss von Jean-Luc, holt den Kugel weg, ohne die Sau zu berühren. Sehr gut gespielt. Aber Schuss für Punkt, Schuss für 2 oder mit liegen bleiben 3, sogar für Sascha van Plesch. Sascha Koch natürlich. Guter Schuss, aber geht nicht weit genug weg. Für 3, aber ist eigentlich egal. Punkt bei zurück nach Equipe Sascha Koch. Kugel nach da, ne, so 2 Kugeln noch. Nein, 3 Kugel gegen 3. Interessante Taktik hier auch von die Mannschaft Koch.
Sehr schön gelegt von Jonathan Albiger. Gerade hinter der Sau, noch ein bisschen schräg. Und jetzt muss Vincent wieder schießen. Mal schauen, ob er als Milieu ein bisschen besser drauf ist. Gut geschossen. Schießt auch so ein Palais. Sau geht ein bisschen mit nach hinten. Seine Kugel liegt jetzt rechts, 80 cm von der Sau. Links hinten ein Meter ist auch noch Kugel von Sascha, glaube ich. 2 gegen 2. Kugel auf der Hand, also enge Aufnahme. So, a very warm welcome for our English-speaking viewers. Today we are broadcasting the German Triple Championship in Germany, and now we are watching the quarterfinals. So, 8 teams left, 8 triple teams left in this competition in becoming the German Triple Champion 2015. Very nice weather conditions, a lot of public. Watching these games, everything's perfect around here for viewing some high level petanque in Germany. Also Spielstand 2-1 für das Team von Testas. Zweiter Schuss von Vincent, nicht gerade. Dann hat Jean-Luc gedacht, dass sie keine Kugel mehr haben, aber Lara hat natürlich noch eine, aber spielt die jetzt gerade zu lang. Das heißt, Jean-Luc kann legen für einen extra Punkt, um hier die Spielstand auf 4-1 zu machen für das Team von Jean-Luc Testas. Ja, wenn man so über die 4 Spielfelder schaut, wer hat in meinen Augen hier die größte Chance, deutsche Meister Triplet zu werden? Ist gefährlich zu sagen, weil das sind eigentlich alle Teams, die hier noch spielen, haben natürlich eine Chance. Aber wenn ich so rüberschaue, dann... wie die Spiele jetzt ausgelost sind. Ich gebe hier Sascha und Lara eine gute Chance gegen das Team von Jean-Luc. Wenn Vincent wieder mitmacht. Auf der zweiten Platz. Sehr gespannt, wie gut Dominik und Sascha sind. Und wenn Mika sein normales Ding macht, Mika Everding, dann haben die sicher eine gute Chance gegen Till, Jan und Mahmoud. Aber das ist ein Team, was die letzten paar Jahre sehr oft zusammengespielt hat und auch sehr oft gewonnen hat. Also einfach wird das nicht, aber auf dem dritten Platz steht es 5-1 für das Equipe von André Skibber. Yannick Schake, also die gebe ich auf jeden Fall die größere Chance.
das Spiel da zu gewinnen. Und auf die letzte Bahn habe ich ein klares Bild von der mögliche Gewinner. Starker auf Papier ist das, das Team von NRW 8. Mohamed Kamel Baruba, Malte Berge und Patrice Wolf. Also zwei Punkte gemacht durch Jean-Luc Testache hier in die vorigen letzten Aufnahmen. Also Spielstand 4-1 für das Equipe von Jean-Luc Testache. Ein herzliches Willkommen an all den Zuschauer zu Hause bei den Deutsche Meisterschaft Petanque 2015. Triplett. Den Königsdisziplin. Zeker die analyse toestand. Continu heen en weer. Goed, voor de mensen thuis in Nederland, ook welkom bij dit Duits kampioenschap triplet 2015. Mochten we ons nog afvragen, zeg maar, waarom het in Duitsland zo goed gaat met het triplet kampioenschap en in Nederland wat minder. Nou ja, kijk om je heen, zie de beelden. Er zijn behoorlijk wat toeschouwers. Iedereen is fanatiek, iedereen wil winnen. Petanque leeft hier. Organisatie top. Mooie locatie, mooie bol ondergrond. We zitten weer in de tuin van een groot slot. In het centrum hier in Karlsruhe. Het mogen duidelijk zijn dat mensen hier graag willen spelen. Dus vandaar alle benodigde voorrondes in de verschillende Bundesländer. Ja, dat is de koer van Vincent, die gelikt, gaat naar rechts ab. Also, dat is een riesen chance voor het equipe van Jean-Luc om iets te maken op deze opname. We hopen ihr könnt zu Hause schön die Bilder ansehen van das erste Viertelfinale hier direkt vorne vor unsere Kameras. Sehr lange am Überlegen, was dann der nächste Schritt ist. Erfahrung genug, diesem Team auf in die Bundesliga, auf internationaler Ebene. Haben alle drei die Spieler schon die deutsche Flagge vertreten. Die andere Seite haben wir natürlich das halb französische Team, die auch genug Erfahrung gesammelt haben auf durchschnittlich hohem Niveau auf Turniere und Nationals in Frankreich. Spielen schon lange in Deutschland. Ganz gute Kugel hier von Sascha Koch.
hat den Kugel versucht, Defend zu legen. Kugel ist dann doch noch ein bisschen nach rechts gedreht. Also doch noch ein ziemlich normalen Schuss hier für Jean-Luc. Trifft aber keine. Das heißt, dass Jonathan einen Versuch macht zu schießen, aber die trifft die eigene. Er hat ziemlich gerade geschossen davor. Ja, wenn man davor schießt, kann immer passieren, dass die Kugel ein bisschen nach links oder nach rechts geht, durch den Boden. In diesem Fall auch passiert. Schießt immer noch vor Punkt. Hat er auch gemacht, schön liegen bleiben und zwei Punkte. Dominik Zerupa ist warm. Auf dem zweiten Spielplatz mit seinen zwei Partner Mika Everding, Sascha von Pliss spielt hier Dominik Zerupa und schießt ziemlich viele Karos. Aber spielt gegen ein sehr erfahrenes Team, Jan Garner, Mahmoud Tufan und Till Vincent Gütke. Sehr schön gelegte Kugel durch Jan. Direkt neben der Saison. Schuss von Dominik folgt und trifft. Sehr schön. Für das Team von Pliss Spielstand da 3-4. Spielstand bei unserem Spiel direkt vorne an die Kameras ist 6-1. Für das Team von Testas. Erste Kugel, ein bisschen lang hier. Und Christian Brosse. Also vielleicht eine Chance für das Equipe von Lara, Sascha und Vincent, um hier eine Aufnahme wieder zu punkten. Da muss aber zuerst die schön gelegte Kugel von Lara auf Punkt kommen. Das ist der Punkt. Nicht top, ein bisschen zu lang, links. Da moet er wel bij blijven. We moeten er wel bij blijven, zeg maar. Het is niet 100% garantie. Ja. Zweite Kugel von Christian Brosset, sehr schön auf die Cochine gelegt und gut zu sehen, dass Vincent wieder zurück ist auf seine Schießeposition. Schießt die Kugel auch weg, so geht ein Tick mit, also das heißt die erste Kugel von Christian Brosset ist wieder Punkt links hinten. Also dritte Kugel muss gespielt werden durch das Team Koch gegen zwei gespielt von Team Testas. Das ist aber eine schöne Kugel von Lara.
So, die Halbfinale im B sind fertig. Die Felder sind zugeordnet, können dann bei der Turnierleitung eingesehen werden. Spielbeginn ist um 12.45 Uhr. Die Spiele finden statt auf den Feldern 1 und 3. So, Halbfinale B, auf dem Spielfeld 1 sind Nord 3 mit Felix Deutschmann, Henry Adrianalova, Sylvain Ramon, gegen Ost 4 Laura Schneider, Christian Schacher und Michael Bussold. Auf der Bahn 3, Sri Dank, Leuk, Liebetop und Natascha Siening gegen NRW 26, Marcel Backhaus, Ulrich Fallen und Ralf Tollmann. Schöner Schuss von Vincent. Zwei Punkte am Boden. Zwei Kugel gegen zwei. Ziemlich viel Platz, aber ist nicht einfach, dieser Boden. Hängt ein bisschen ab oder läuft ab nach rechts. Ziemlich viele Keulen, Kühlen, Beulen. Spielstand auf Platz 2, 7-4 für das Ergebnis von Pless. Drei Punkte abgegeben und vier Punkte geholt. 7-4 für das Ergebnis von Pless. Spielstand hier immer noch 6-1. Gelegte Kugel von Jonathan ist durch, schlägt wahrscheinlich die zweite Kugel, also nur ein Punkt im Moment am Boden für das Equipe Koch. Sehr schön gelegte Kugel von Mika Everding. Devant auf das Karo von Till Vincent. Auf die erste Kugel von Mika. Letzte Kugel von Jean-Luc hat Punkt gemacht und Sascha Koch wird die Tri schießen. Und kontert die andere Kugel von Jonathan raus und ist sehr, sehr froh mit das, aber sehr schön, nicht mehr machen als nötig. Vier Punkte bei das Team Koch. Nein, es sind vier, es ist schon eine gute Ball. Nichts in Hand, es ist schon eine gute Ball, es sind vier. Spielstand 5-6, also 6-5 für das Testas contre Koch, 6-5. 6-5 pour l'équipe de Jean-Luc Testas contre l'équipe Sacha.
Und jetzt gehen da so ungefähr 5 von 6 Leute Pinko. Schauen wir kurz auf das auf die anderen Spielfelder. Auch eine interessante Aufnahme. Spielstand auf Bahn 3 ist 10-3 für das Equipe von André Skiba, Yannick Schake. Kai natürlich, Brautigam, spielen gegen das Equipe aus Bayern. So, da sieht es sehr gut aus für das Equipe von André Skiba. Wir machen das gerne, Arak, aber danke für dein Lob. Also ich und mein Team machen das öfters auf größere Turniere oder Meisterschaften in Holland. Weltmeisterschaften haben wir auch schon mal gemacht und Veranstaltungen von der SEP, die europäische Meisterschaften. Vor allem den Europa Cup für Vereine, Vereinsmeisterschaften, wie gesagt. Spielstand 6-5 für das Equipe von Jean-Luc Testos hier gegen das Equipe von Sascha Koch. Zweite Spielbahn. Spielstand 7-4 für das Equipe von Sascha von Plösch gegen das Equipe von Jan Garner. Letzten Bahn das Equipe von Kamel Berube gegen das Team von Manuel Strogos. Neu gewordene Doublet Deutscher Meister mit Tehina Anania. Triplet mit ein anderes Team. Es sieht aus, ob das Team von Sascha von Plus hier 3-4, vielleicht 5 Punkte machen werden. Ein bisschen unglückliche Konter im Schuss bei Jan Garner, deswegen Kugelvorteil geholt in das Equipe Sascha von Plus. Wie ich das einschätzen kann, haben die jetzt 4 Punkte am Boden, aber ich
Ich bin jetzt sicher und eine Kugel auf der Hand noch bei Sascha. Und mir ist es unklar, ob die jetzt 2 oder 4 Punkte am Boden haben. Normalerweise hätte ich dann gesagt, wenn es nur 2 wären, hätte Sascha die letzte geschossen für 4. Aber die wird legen. Und die zeigen an, rechts oder links nehmen die Sau, meine ich. Also warum die so lange überlegen, weiß ich nicht. Wieder ein Karo von Dominik. Naja, die vordere Kugel war doch von Mahmoud, also 3 Punkte. Spielstand da 10-4 für das Team von Sascha von Plösch. Okay, wir können auch wieder weiter mit unserem Spiel hier von den Teams Sascha Koch gegen Jean-Luc Testache. Spielstand 6-5 für Jean-Luc Testache. Erste Kugel von Lara, Tick lang geworden. Und schauen jetzt beide, wieso das ist. Also Lara und Sascha versuchen zusammen hier die Boden zu lesen. Ich versuche auch auf dem zweiten Spielplatz zu schauen. Erste Kugel von Mika da sehr gut, 30, 40, vielleicht 50 cm gerade vor der Saison auf 9 Meter auf jeden Fall. Hier auf dem ersten Bahn, erste Viertelfinale, liegt die Sau nicht so weit. Also 7 Meter, denke ich, 7,5. Und auch die erste Kugel bei das Equipe von Jean-Luc geht nicht gut. Christian Brosset. Kugel prallt ein bisschen ab nach links. Und auch er zusammen mit einer von den beiden Mitspielern dann zusammen gucken. Wo gespielt werden muss. So nenne ich ganz getroffen. Ein bisschen kürzer noch, aber die Kugel ist trotzdem sehr gut. 20 cm links vor der Sau. Also Schuss von Vincent Probst. Schöner Schuss. Zum Glück knapp nicht die eigene Kugel rausgedrückt. Also 2 gegen 2 gespielt. Beide Mannschaften, also 4 Kugel auf der Hand. Und ich sehe sogar ein Loch von Domme. Das müsste so grob die erste sein. Sascha von Plösch wird dann die nächste schießen. Und getroffen. Erste Kugel von Jonathan, sehr schön gespielt. Spielt so oder sehen, wahrscheinlich auch mit MS 2110. Lara spielt mit Obit RTX. Vincent mit einer KTK-Kugel. Schöner Schuss hier von Vincent. Sascha wird wahrscheinlich mit spielen mit La Boule Bleue. Den Liga Christian Brochet spielt, so wir sehen, mit einer Obit-Kugel. Jean-Luc wird wahrscheinlich auch mit Obit spielen. Wie gesagt, das komplette Team von Sascha von Plösch spielt mit MS-Kugel. Das komplette Team von Jan Garner spielt mit Obit-Kugel. Und
Interessant, ja. Sascha wollte eigentlich hier direkt den zweiten Schuss machen. Doch mal kurz überlegen mit den anderen Partnern, der überredet Lara und Vincent um zu schießen und zweifelt dann doch selber, wann ich kontert, wann eigene Kugel rausgekontert wäre. Dann spielt das Equipe von Jean-Luc noch vor 3 oder vielleicht 4 Punkte. Also muss auch nicht sein, direkt. In meinen Augen ist das Kontergefahr riesig klein, wenn man das so sagen kann, ne? Riesig klein, also sehr gering. Wahrscheinlich haben die das jetzt auch überlegt und schießen trotzdem. Schöner Schuss. Das Team, das ins Halbfinale rein marschiert, ist das Team von Andrej Geber, Kai Brodigam und Yannick Schake. Gehe ich von aus. Ich habe das Ende jetzt nicht gesehen, aber Spiel an die andere Seite. Bahn 4 ist auch zu Ende. Das Equipe von Malte, Kamel und Patrice Wolf. Gehe ich von aus, dass die gewonnen haben, aber auch das ist absolut nicht klar bei mir. Also zwei Spiele sind zu Ende. Ich werde gleich versuchen, die Ergebnisse von den beiden Spielen zu holen. So, dass ihr zu Hause auch alle Sicherheit habt. Sehr schöne letzte Kugel von Jean-Luc. Müsste 2 Punkte sein. Genau. Das ist es. Also spielst dann da 8-5 für das Team von Jean-Luc Destas. Die Equipe von Yangana 3 Punkte geholt, spielst dann 10-7. Sauer wieder ganz schräg geworfen, nicht allzu weit, also maximal 7 Meter.
Eerste kogel van Lara, weer een beetje te lang. Schade. War nicht so schlecht. Interessante Aufnahmen in der Nebenbahn auch. Dommer hat die zwei Kugeln von Mahmoud aufgeräumt und jetzt ist Söcher von Plesch dran, um die Kugel von Jan Garner wegzuräumen. Die erste gelegte Kugel von Jan Garner liegt schon mal an die Sau. Aber an die rechte Seite. Und Sascha holt die sauber raus, aber hat noch Punkt. Jetzt 3 gegen 3 Kugel da. Mika ist jetzt dran, um zu legen. Jean-Luc fragt gerade, ob Sascha die Kugel markieren möchte, weil Jean-Luc schießt. Hat er auch ein Karo geschossen. Und Sau ist ganz links nach hinten. So ungefähr gegen der Schnur, ein paar Zentimeter vor dem Schnur gestoppt. Und jetzt ist die erste Kugel von Lara, die ein bisschen zu lang war, ist doch wieder Punkt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu Hause, im Namen der DPFA. Möchte ich euch herzlich begrüßen bei den Deutschen Petanque-Meisterschaften 2015 Triplett hier in Karlsruhe in den Schlossgarten. Wunderschöne Ambiente, ein Bootplatz. Petanque auf dem höchsten Niveau von Deutschland. Wir schauen nach den Viertelfinalspielen. Ja, auf den ersten gelegte Kugel von Mika schießt Till einen schönen Karo. Und wieder schießt oder legt Mika da so ein halbes Devant drauf, aber der legt noch ein bisschen schräg. Also Till Vincent Gütke für das zweite Schuss. Sehr guter Schuss von Till. 2 Punkte am Boden. Eine Kugel gegen eine. Sascha von Pless und Jan Garner spielt dann 10-7. Das heißt, wir kommen so langsam in die heiße Phase da von das Spiel. Also wann Jan ein Karo schießt, wird das 10-10 in das Spiel. Und dann kann ich nicht mehr voraussagen, wie das ausgeht, natürlich. Erstes Spiel hier auf erster Bahn, läufen die Aufnahmen einfach ein bisschen mehr in Vorteil von das Team von Jean-Luc Destas. Beide Teams spielen aber gar nicht schlecht. Die gelegte Kugel von Jonathan ist viel zu kurz. So kann man nicht spielen hier. Das weiß er jetzt auch. Donné nicht getroffen. Die gelegte Kugel von Sascha als Punkt. Letzte Kugel von Jan Garner. Schieß vor 2. Wäre so eine wichtige Kugel.
der macht ein Karo. Sehr guter Schuss hier von Jan Garner. Spielstand 10-10. Nein. 4 Punkte also. Vierte Punkte habe ich gerade nicht gesehen. Aber das waren 4 Punkte für das Equipe von Jan Garner. Spielstand 11-10 für das Equipe von Jan Garner. Mahmoud Tufan, Till Vincent Gützki. Oh. Zweite Kugel von Jonathan rollt knapp über die Linie, knapp zu lang. Heute interessante Aufnahme, weil das Equipe von Sascha Koch hat noch 3 Kugeln auf jeden Fall. Und das Team von Jean-Luc muss jetzt die letzte spielen. Petanque auf dem hohen Niveau. Insoweit ist das klar. Interessante Spiele bis jetzt gesehen. Die Kugel von Jean-Luc ist auch zu kurz. Jetzt hat das Equipe von Sascha Koch noch 3 Kugeln übrig. 2, also 1,5 Meter vielleicht Platz. Müsste eigentlich gehen, um dann noch was extra Punkte zu machen. Abwarten, wie viele Punkte gemacht werden. Der erste Punkt ist da. Zweite Kugel von Sascha kommt da rein und bleibt drin. 2 Punkte am Boden. Und Vincent hat noch 2 Punkte. Spielstand 8-5 vor Jean-Luc. Also wenn Vincent noch 2 reinmacht, wird das 9-8. Und auch so in diesem Spiel in die heiße Phase rein und sehr eng. Die erste Kugel von Vincent ist etwas zu kurz. Zu früh abgebogen nach rechts auf die vordere Kugel von Jonathan Albiger, also nicht gereicht für einen extra Punkt. Für das Equipe wäre das schon ganz gut, wenn die letzte von Vincent reinkommt, dann wäre die Spielstand auf 8-8 kommen. Aber die dreht auch zu früh rein, auch auf die Kugel von Jonathan, 2 Punkte. 4 Kugeln auf der Hand. Für das Team von Sascha gegen auch 4 von das Team von Jan. Also Equipe von Jan Garner hat eine schöne Kugel neben der Saison. Und sie entscheiden sich zu legen. Nächste Aufnahme hier so 8,5, 9 Meter. Wenn eine gute Öffnungskugel von Lara wäre hier ganz wichtig sein für das Equipe von Sascha Koch. Thank you.
Gelegte Kugel von Mika, dritte Kugel gespielt, erster Punkt. Und Till wird das Ding schießen. Kurioser Schuss. Trifft die Sau. Oder berührt den Sau. Also Schuss war viel zu kurz. Kurioser Schuss. Komisch. Aber keine Panik, würde ich sagen. Till kann ruhig nochmal schießen. Gegner steht auf 10. Hat er wieder zu kurz geschossen, fast die Sau. Also ich vermute, dass sie die Sau geschossen haben, aber warum, weiß ich nicht. Das ist ein Tick kurios, dann muss... Ich kapiere das nicht. Okay, erste Kugel von Lara war davor, aber Punkt zurückgeholt durch Christian Brose. Zweite Kugel von Lara zu lang. Also schwierig. Also auf jeden Fall drei Kugeln noch für das Team von Sascha van Pless gegen zwei Kugeln von Jan Garner. Jan Garner schießt auch auf der Sau und trifft voll aufs Holz. Sehr guter Schuss. Gegner gehen aber respektvoll miteinander um. Komplettieren einander mit oder geben einander Lob für den schönen Schüsse. Oder schön gelegte Kugel. So, so ist es aus. Es bleibt 10 für das Team von Jan Garner. Wo das Team von Sascha Koch ihre vierte Kugel gespielt hat. Mittlerweile. Spielstand 7-8 für den. Also das könnte ein gefährlicher Aufnahme sein. Und die sollten nochmal überlegen, was sie machen. Und eine schöne gelegte Kugel von Vincent hier hat Punkt gemacht. Interessante Taktik hier. 5 Kugeln gegen eine. Und die lassen trotzdem zuerst den Leger eine Kugel legen. Also ich kann was bedenken, warum sie das machen, aber das ist auch die schwierige Option. Ja, Christian. Ich
Drei Kugel, drei Punkte. Das heißt, also ich denke drei Punkte. Sonst hätten die schon längst geschossen. Dann ist die Taktik auch nicht so schlecht. Oder kurios, wie man das sagen will. Noch drei Kugeln. Davon müssen zwei Kugeln noch Punkt machen, um direkt hier die Partie für sich zu entscheiden. Na, die nächste von Jonathan ist zu kurz. Drei Kugel, drei Punkte. Das heißt, also ich denke drei Punkte. Sonst hätten die schon längst geschossen. Dann ist die Taktik auch nicht so schlecht. Oder kurios, wie man das sagen will. Noch drei Kugeln. Davon müssen zwei Kugeln noch Punkt machen, um direkt hier die Partie für sich zu entscheiden. Die nächste von Jonathan ist zu kurz. Jonathan Albigi en demi-finale. Also letzte Viertelfinalspiel läuft noch. Jan Garner wieder ein Versuch auf die Sau zu schießen, glaube ich. Sogar mit die letzte Kugel. Das heißt, sehe, dass Sascha von Plech noch eine Kugel hat. Und Dominik hat auf jeden Fall auch noch eine Kugel. Also wenn die zwei Kugeln reinbringen und die haben eineinhalb Meter, etwas über einen Meter Platz, dann sind das Team von Sascha van Plesch die letzte Halbfinalisten. Die geht lang von Sascha und die geht komplett durch. Aber es reicht. Es reicht schon. Ist Punkt. Gewinner, da sind Sascha von Pless, Mika Everding und Dominik Zurupa, letzte Halbfinalisten. Wir sind bestimmt bei euch zurück in 15, 20 Minuten, vielleicht ein bisschen länger noch, wenn die Halbfinalspiele anfangen auf die gleichen Plätzen hier. Also bis gleich.